Grevenmacher ist Sieger im Endspiel der Coupe de Luxembourg. Die Mosellaner setzen sich mit 4:1 gegen Absteiger Rosport durch. Und das verdient. Riesenstimmung im Jozsi Bartel Stadion in der Stadt. Mehr als 3.800 Fans aus dem Osten des Landes waren angereist. Es ist der 4. Pokaltriumph der Grevenmacher in der Vereinsgeschichte. In der Anfangsphase tat sich vor den beiden Toren nichts, beide Clubs waren in Lauerstellung. Erst das 1:0 der Grevenmacher brachte Bewegung ins Spiel. Nach dem 2:0 wurde es personaltechnisch eng für Grevenmacher. Daniel Huss flog vom Platz und Kapitän Sven Di Domenico musste verletzungsbedingt aufgeben. Grevenmacher, trotz Unterzahl mit 9 Mann auf der Wiese, war aber der dominantere auf dem Spielfeld. Rosport versuchte es häufig mit hohen Bällen, ein gefundenes Fressen für die Mosellaner. Rosport machte sich das Fußballleben schwer und vernachlässigte viele taktische Züge. Geschickt lauerte Grevenmacher und schlug zu. Zum Ende bekam Rosport doch noch eine Chance, in der 81. Minute stand es 4:1. Es ist ein verdienter Sieg der Grevenmacher im Endspiel der Coupe de Luxembourg. Das wurde auch gebührend an der Mosel gefeiert, bis in die frühen Morgenstunden. Die Stimmung hatte sich nahtlos vom Spielfeld des Nationalstadions in die Straßen von Grevenmacher verlegt. Der Verein wurde im Stadtzentrum von einer jubelnden Masse gefeiert.